Nee, wir wollen insbesondere eine Strukturreform andenken und durchführen. Die Steiermark hat 542 Gemeinden. Wir sind das kleinststrukturierteste Land. Wir haben über 400 Gemeinden unter 2000 Einwohner. Wir haben 76 Gemeinden unter 500 Einwohner. Also da muss etwas geschehen. Naja, der Letzte, der eine Strukturreform durchgeführt hat, war Josef Greiner, der Vater, der langjährige Landeshauptmann. Der hat 1004 Gemeinden übernommen 1948 und hat 1971 562 Gemeinden übergeben. Wir müssen uns um diese Strukturen kümmern, ohne etwas zu zerschlagen. Ich möchte nicht linear vorgehen, das ist immer schlecht. Gemeinden unter der und der Einwohnerzahl haben keine Berechtigung, das ist falsch. Aber es gibt viele Möglichkeiten und wir wollen sie ausschöpfen, weil ja Gemeinden mit mehr Einwohnern auch aufgrund des Finanzausgleichs mehr Geld bekommen. Da ist es nicht mehr anders gegangen und wenn das Maß voll ist und das Ganze ein Fass ohne Boden wird, das müssen auch alle Gemeindechefs wissen, können wir nicht anders als zu handeln, denn es geht ja zu Lasten derer, die brav und gut wirtschaften. Es gibt auch solche, die einen Haushaltsabgang haben und nichts machen können, das sie haben, weil sie so strukturiert sind. Aber es gibt nicht wenige, die einen haben und den selber verschuldet haben. Und denen wollen wir schon ein bisschen an den Pelz rücken, denn das geht ja ums Geld der Steuerzahler und ums Geld, das anderen Gemeinden vorenthalten wird. Schauen Sie, es gibt jetzt die Therme und sie zu schließen, wäre das Teuerste. Es muss ein Konzept her, und wenn die Gemeinde und alle Beteiligten mitmachen und ihre Sanierungshausaufgaben machen, wird es Möglichkeiten geben.